Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Ich habe hier wieder was bekommen. Zwei Pakete. Und das ist mal wieder Fanpost. Und zwar von Frank und von Freddy. Ja, das ist die beiden. Diesmal im Doppelpack. Die beiden. Das ist wirklich unglaublich. Ja, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Die beiden haben auf jeden Fall wieder zugeschlagen. Das eine kommt direkt von Frank. Das andere kommt tatsächlich von Space-Figuren. Ja, da steht dann aber drauf, das ist von Freddy für mich. Ja, der hat das dann direkt da bestellt und mir dann zukommen lassen. Ich packe erstmal das von Frank aus, okay? Die beiden, echt, ne? Unverbesserlich. Es ist immer schön. Ich freue mich immer sehr. Aber es ist halt auch wirklich immer schräg, ne? Oder? Ich kann es gar nicht nachvollziehen. Wir haben hier erstmal Pappe oben drauf liegen. Das ist schön. So, dann haben wir Verpackungsmaterial. Dann haben wir hier... Oh, da war schon was drin. Aber das ist auch Verpackungsmaterial. Da ist aber schon was drin gewesen. Das gucken wir uns mal an. Was haben wir denn da? Ach, wie lieb. Ach, das ist ja super. Das freut mich total. Das finde ich voll geil. Das ist nämlich einer von den Metalheads. Ist das von der 2013er Reihe? 2012er, ja. Metalhead von den Turtles von 2012. Vollbewegliche Actionfigur. Fehlte mir noch in der Sammlung. Ja, ich habe ja so eine kleine Turtles-Sammlung. Habt ihr vielleicht mitgekriegt, wenn ihr euch die Halls so anguckt. Den fand ich super. Den hat er auch im Flohmarkt gefunden. Und hatte dann so Bilder gezeigt. Und ich so, boah, der ist ja geil. Und ja, nur ist er bei mir. Ja, geil. Vielen Dank, Frank. Das ist super. Da freue ich mich schon mal richtig drüber. Geil. Metalhead. Voll cool. Muss mal gucken, wo ich den hinstelle. Meine, die Turtles sind inzwischen, da ist so viel, da ist kaum noch Platz. So, was haben wir hier? Oh, da ist auch was drin. Er hat das Verpackungsmaterial genutzt, um die Sachen da reinzuwickeln. Das ist clever. Ah, guck mal, schau mal einer an. Ach, wie süß. Ja, geil. Das ist auch schön. Das ist schön. Auch da freue ich mich sehr drüber. Ja, das ist der Obelix von der McDonald's-Reihe. Wo mir nur noch der Obelix tatsächlich auch fehlte, glaube ich. Die anderen habe ich alle. Es gab da einen Trobadix, es gab einen Miraculix, einen Asterix und einen Obelix logischerweise. Und die habe ich jetzt dann tatsächlich alle. Und der, bei dem fliegt irgendwie der Hut weg, wenn der da hin und her rollt. Der hat auch hier so ein... Theoretisch hat er so ein... Ja genau, den kann man aufziehen und dann rollt er so durch die Gegend. Sieht witzig aus. Ja, ist Obelix. Cool, dann habe ich den auch. Dann fehlt jetzt nichts mehr von der Reihe, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es einen Idefix gab, aber dann fehlt nichts mehr. Cool. Irgendwie klappt der Hut immer hoch so. Ja, dann, da war ich auch ganz neidisch auf ihn. Oh, die sind ja in einem perfekten Zustand. Alter Schwel. Das ist ja krass. Damit hatte ich gar nicht gerechnet. Also, dass die so einen perfekten Zustand haben. Und zwar hatte er auf einem Flohmarkt Schnorkels gefunden. Und ihr wisst, Schnorkels sammle ich tatsächlich auch. Die stehen alle da hinten im Regal. Und wenn ich welche finde, nehme ich die natürlich gerne mit, weil die sind inzwischen auch in Anführungsstrichen relativ rar. Und meistens sind die in einem bespielten Zustand, ne? Also abgenutzt, schmutzig. Und der hier ist wirklich perfekt. Der ist wirklich perfekt. Er wollte mir den unbedingt schenken, einen von denen. Hat mich gefragt, welchen ich möchte von denen, die er da hatte. Zumindest hat er mir zwei zur Auswahl gestellt. Ich habe mich für den entschieden. Das heißt, ich wusste, dass der kommt. Aber es macht es nicht weniger toll, weil das ist ein ganz toller Schnorkel und der sieht halt einfach fantastisch aus. Also wirklich, in diesem guten Zustand habe ich die Dinger gefühlt noch nie gesehen. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Wirkt ja wie neu. Na, das ist ja krass. Ja, das finde ich krass, dass es die in diesem Zustand tatsächlich noch gibt. Stehen kann der nicht gut. Muss mal ein bisschen am Fuß rumbiegen, dann geht's vielleicht. Ansonsten muss ich den wieder irgendwo gegenlehnen, damit das hält. Und dann haben wir noch einen kleinen Optimob die reingepackt. Und 2009. Ist auch schon ein bisschen älter. Da ist er schon umgefallen. Auch schon ein bisschen älter. Ein Optimus Prime. Den wir da wahrscheinlich auch im Flohmarkt gefunden haben. Movie-Variante sozusagen. Eine kleine Figur. Kann man nicht transformieren. Kann man nicht. Nee, geht nicht. Optimum Prime. Ja, stelle ich mir zu meinen Transformers dazu. Vielen Dank, auch super. Feier ich auch, geil. Da steht schon wieder jede Menge Glückseligkeit. Ich finde das toll, also, ne? Also Wahnsinn. Metalhead.
Sehr geile Figur. Also den finde ich richtig gut. So, was hast du da noch drin? Du hast da bestimmt noch mehr drin. Eine andere Sache weiß ich ja auch schon. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Aber da ist noch mehr. Das ist noch was Kleines. Was haben wir hier? Ach! Ja, das sind auch diese McDonald's-Geschichten. Das ist auch der Optimus. Das Schwert geht nicht mehr ganz rein, oder? Doch. Achso, dann kann man dann... One shall stand, one shall fall. Und dann kannst du hier hinten drauf drücken und dann klappt er seine Hand runter und das Messer kommt raus. Ja, Optimus Prime von McDonald's. Da gab es auch noch ein paar andere. Ich hatte da mal einige von, hab die aber tatsächlich irgendwann alle weggegeben. Von 2016. Ja, Optimus hatte ich aber nie und den finde ich auch cool. Das gefällt mir. Kleine Transformers-Sammlung wird immer größer. So, und dann dürfte da theoretisch... Genau, das ist noch Verpackungsmaterial. Ja, den Karton stellen wir mal runter. Guck das her, weiß man nicht. Dann haben wir ja das hier noch drin. Und das hat er mir auch vor einer Weile mal gezeigt, dass er das auch im Flohmarkt gefunden hat. Und ich so, boah, da bin ich aber neidisch, ne? Das finde ich nämlich gerade ziemlich geil. Und ich habe selber mal einen gefunden und ich feiere die Dinger tatsächlich sondergleichen. Finde die sehr, sehr cool. Wobei ich gar nicht weiß, ob er den selber auf dem Flohmarkt gefunden hat. Da hat er mir aber gezeigt, dass er den irgendwo bekommen hat. Und ich finde die Dinger super, super geil gerade. Ich feiere die total. Es sind halt die Extreme Dinosaurs aus den 90ern. Und ja, na, da gibt es dann noch Triceratops und noch einen anderen und glaube ich auch noch ein paar Gegenspieler. Und das hier ist halt der Stego. Ja, und ihr wisst ja, ich habe den T-Rex, der steht irgendwo da hinten. Da irgendwo steht er, da. Da so, könnt ihr sehen, da steht der T-Rex und T-Bone heißt er, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie der hier heißt. Ich finde die gerade total geil. Das sind so Toys, die ich damals nicht mehr mitgemacht habe. Weil das kam alles in den 90ern raus und in den 90ern hatte ich andere Interessen außer Toys, obwohl ganz stimmt das auch nicht. Ich habe da auch schon immer noch gesammelt, aber eben nicht so, na, da habe ich dann schon angefangen in den 90ern so Sachen zu sammeln für, keine zu Resident Evil, Witchblade, ganz viele Comics habe ich gesammelt. Na, die Figuren kamen dann teilweise auch etwas später, so in den 2000ern. Anfang der 90er war es vielleicht relativ still oder Mitte der 90er. Dementsprechend habe ich da gar nicht so viele Actionfiguren gesammelt und habe das auch gar nicht so alles mitgeschnitten. Ich habe auch die Zeichentrickserie dazu nie gesehen. Aber ich feiere diese Figuren sehr und ich freue mich da momentan sehr drüber, wenn ich sowas finde. Ja, und na, der Frank hat halt einen gefunden und hat mir den dann im Prinzip jetzt sozusagen überlassen. Habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Der ist auch komplett. Das ist ein ziemlich geiles Ding. Der sieht vom Zustand auch richtig geil aus. Also total cool. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Das ist auch schon wieder der absolute Wahnsinn, das Ding. Feiere ich total. Richtig geil. Richtig geil. Der kommt dann zu dem anderen dazu. Muss ich mal ein bisschen Platz schaffen. Und dann muss ich mal gucken, ob ich da nachher noch ein paar mehr von noch finde. Ne? Das sind so Sachen, wenn ich sowas auf dem Flohmarkt von, finde, dann bin ich mega glücklich. Ne? Und auch hier in diesem Paket fand ich das jetzt richtig toll. Also Frank, vielen, vielen Dank. Das war mal wieder ein mega geiles Paket. Na, du hast ja gesagt, ja, ist nur ein kleines Paket, ist nicht so viel, aber ich finde, das ist sehr viel. Ich finde, das ist sehr, sehr viel. Es sind richtig coole Sachen mit dabei. Also vielen, vielen Dank, mein Lieber. Na, mit dem Ding hier. Na, und mit ihm hier. Und mit ihm hier. Na, da haben wir auf jeden Fall sowieso, da hast du den Vogel total abgeschossen. Die anderen drei Sachen sind natürlich auch super cool, aber ja, das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Also Schnorkel will nicht stehen. Ja, vielen, vielen Dank. Also wirklich super, mein Lieber. Aber du musst damit aufhören, ganz ehrlich. Also es geht so nicht weiter. Ne? Dasselbe gilt aber auch für den zweiten Wiederholungstäter hier, der liebe Freddy. Ja, der macht das immer ganz sneaky. Der bestellt einfach irgendwo was, ja, und schreibt mir dann nicht, so zuerst nicht. Und dann sehe ich dann irgendwie eine Paketankündigung von irgendeiner Firma, wo ich sage, was ist denn das? Habe ich doch gar nichts bestellt. Und dann kommt irgendwann die Nachricht, du, da kommt ein kleines Fanpaket. Und dann weiß ich schon, alles klar. Dann weiß ich, das ist von dir. Mein Lieber, und du bist ja auch immer, du bist ja auch ein kleiner Verrückter, ne? Das wissen wir alle. Und das ist, ne? Ich bin gespannt, was du jetzt hier bei Space Figuren gefunden hast für mich. Okay, wir haben viel Verpackungsmaterial, natürlich. Zeitung aus der Gegend, denke ich mal. So, dann ist hier ein Karton drin, den holen wir mal raus. So, haben wir da noch mehr? Ah, guck mal, wir haben noch mehr. Wir haben noch das und... Hier ist nichts mehr, hier ist nichts mehr und hier unten ist noch was drin. Okay, alles klar, das war's dann. So, das sind die Sachen. Oh, ich bin gespannt. Ich weiß auch gar nicht, was mich hier erwartet. Mal sehen, ob es das ist, was draufsteht. Wir wissen es nicht. Wir haben auf jeden Fall das hier erstmal. Ja, das ist schön in Folie eingeschweißt. Ist es nicht, es ist zugeklebt in Bubble Wrap. So nennt sich das. Es ist trotzdem in Folie eingeschweißt. Natürlich ist es nicht mal original verpackt.
mega cool. Ach Mensch, du. Das feiere ich ja auch, ne? Du hast mir ja schon mal das ganze Spiel geschickt und das habe ich immer noch hier stehen und es ist immer noch nicht. Ich wollte das tatsächlich ja nochmal in einem Video verarbeiten, aber irgendwie komme ich da nicht zu. Und ich traue mich auch einfach gar nicht, das wirklich auszupacken und mir genauer anzuschauen, weil diese Figuren, die da drin sind, die sind ja, wenn ich das richtig verstehe, nicht bemalt, oder? Oder sind die Minis bemalt? Sind sie nicht, oder? All models come unpainted. Das steht da extra drauf. Das heißt, man muss sie bemalen. Ja, und da habe ich großen Respekt vor, weil ich da echt Sorge hätte, dass ich die versaue, wenn ich sie bemale. Ich habe da nämlich überhaupt gar keine Erfahrung mit so Minis bemalen. Aber das ist natürlich auch der absolute Wahnsinn, dieses Set, ne? Ich meine, hier kommt das zusammen, was ich sehr, sehr liebe. Ich meine, das sind zwar keine Horde-Troopers, sondern das sind die Hover-Robots, aber sie gehören ja auch zur Horde. Und es ist Webster mit dabei, auch einer meiner Lieblingscharaktere. Und allein, wie das schon wieder hier aussieht, ne, das feiere ich schon sehr. Also, mega geil. Vielen, vielen lieben Dank, mein Lieber. Das ist auch ziemlich cool. Was sind da noch alles mit dabei? Also, es sind noch die Regeln mit dabei, ein Token und verschiedene Karten. Das ist alles mit dabei. Ja, und dann könnt ihr das für das Hauptspiel benutzen. Ja, das steht da irgendwo steht das. Könnt ihr immer nicht sehen, ist immer knapp außerhalb des Bildes, aber ich sehe es jeden Tag und erfreue mich dran. Mega geiles Teil. Also ja, und ich weiß, ich bin euch da wirklich noch das Video schuldig, na, dass ihr das mal genauer sehen könnt, aber ich komme da einfach nicht zu, weil das ist halt auch ein bisschen umfangreicher. Na? Das ist nicht eben mal Kamera anschmeißen und loslegen, sondern da muss man noch ein bisschen drüber nachdenken, was man da so macht und erzählt. Ja, von daher, ich komme da einfach nicht zu, weil auch andere Sachen dann immer vorgezogen werden oder die gerade aktuell akut sind. Ja, da muss ich dann natürlich Sachen machen, die dann akut sind. Aber trotzdem, ich feiere das sehr. Ich freue mich da wirklich sehr, sehr drüber. Also Freddy, vielen, vielen lieben Dank. Das ist schon mal richtig geil. So, dann gucken wir mal, was in dem Umschlag ist. Ne? Das heißt nämlich, a bag full of stuff heißt das. Mal sehen, was in dem Space-Umschlag ist. Spaceman always wanted you to be. Ich weiß nicht, was das ist. Wir werden sehen. Ich muss mir das genau angucken. So, was ist das? Okay, das ist die Rechnung. Darf ich euch nicht zeigen. Ah! Warum gucke ich da drauf? Ich bin auch echt blöd, ne? So, dann haben wir diese wunderbare neue Postkarte dabei. Die habe ich tatsächlich auf Facebook, haben sie die beworben und fand ich ziemlich geil. Freue ich mich, dass ich sie habe. Na, das ist nämlich hier ein Charakter mit Duffy im Crossover. Feiere ich sehr, gefällt mir. So, was haben wir hier? Werbung für Super Geek. Okay, Nerdshirts. Und ein Thank You. Mein Order wurde gepackt und inspiziert. Inspiziert wurde das von Sabine. Hallo Sabine, schön, dass du das gemacht hast. Ja, ein Danke von Space-Figuren. Gut, hätte ich das geahnt, die Rechnung hätte da nicht dabei sein müssen. Nee, die hätte man ja auch weglassen können. Aber Freddy, du sollst nicht immer so viel Geld für mich ausgeben. Ich finde das nicht gut. Ich finde das schon gut. Natürlich finde ich das gut. Wäre ja blöd, wenn ich sage, ich finde es nicht gut. Ja, und ich feiere das auch total. Na, aber ich denke mir immer so, mein Gott, womit habe ich das verdient? Ihr versteht. Ja, das ist immer so ein bisschen das Dilemma. So, was haben wir hier Schönes? Ach, krass. Ja. Ja, krass. Wir haben wieder einen Mini-Epic. Und zwar ist das der Mini-Epic von Frodo. Frodo Baggins. Ja, der hat Stich mit dabei und da ist aber noch ein Schutz drum, damit dem Schwert nichts passiert. Oder dem Dolch. Das ist Frodo. Ich kann den vielleicht nochmal aus dieser Tüte hier auch nochmal rausholen. Dann könnt ihr das besser sehen. Ich kann das vielleicht. Ich weiß es nicht, ob ich es kann. Aber irgendwie bin ich dazu gerade nicht in der Lage. Naja. Es wird übrigens wieder sehr warm. Ihr könnt euch darauf einstellen, dass es wieder ein interessanter Sommer hier wird. Ja, vielleicht wird das Ding da hinten auch bald mal wieder mehr laufen. Ja, dann haben wir wieder mehr Krach im Video, aber es nützt halt nichts. Ich muss halt irgendwas gegen die Wärme tun, weil wenn ich das Fenster doll aufmache, dann hört ihr die Möwen. Die stressen dann auch. Ja, obwohl ich weiß nicht, was euch da lieber ist. So ein bisschen Ventilatorengeräusche oder die Möwen oder beides am besten, ne? Weil Fenster auf. Aber wenn du jetzt das Fenster aufmachst, wird es hier drin auch warm. Deswegen ist das noch schlimmer. Wir haben auf jeden Fall diesen wunderbaren Frodo. Finde ich sehr geil. Das ist eine relativ neue Wave, glaube ich. Die ist nicht die erste Wave. Da gab es schon mal jede Menge Figuren. Ich hatte von denen auch schon welche.
von den ersten Waves und die sind aber alle nicht mehr da. Also ich hatte Gandalf und noch andere. Und ich hatte auch schon mal einen Frodo, aber nicht diesen Frodo. Das ist auf jeden Fall ein anderer Frodo mit dem Ring hier. Sieht mega geil aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Gibt auch noch einen ganz anderen Gollum. Ich hatte den bösen Gollum, der ganz böse guckte. Das ist hier ja Smeagol, ne? Finde ich auch ziemlich geil. Also das ist eine coole Geschichte. Der sieht so richtig cool aus. Ja, natürlich jetzt halt hier mit dem Plastik noch auf dem Stich ist natürlich ein bisschen blöd. Das müsste man einfach wegnehmen, wenn man das in der Packung so displayt. Aber ja, feiere ich auch sehr. Also Wahnsinn. Freddy, du sollst das nicht. Das ist auch schon wieder viel zu viel. Ach, ihr beiden. Die beiden Fs, Freddy und Frank. Ja, aber schön, euch mal zusammen in einem Video zu haben. Das ist ja auch nice. Ihr seid ja treue Zuschauer und ganz liebe Fans. Und ja, es ist wirklich immer ein Traum mit euch. Und ja, ihr kennt das jetzt. Ich werde jetzt wieder rumstammeln, 10 Minuten. Und dann werde ich immer sagen, so, das war's jetzt. Ja, aber das ist halt wirklich so, ihr berührt mich. Das berührt mich wirklich. Ich bin da jedes Mal total geflasht. Und ich verstehe es halt auch immer irgendwie gefühlt nicht. Ja, so, wie das dann immer so zustande kommt. Ich freue mich sehr darüber und ich bedanke mich recht herzlich bei euch dafür. Das ist wirklich ultra lieb von euch. Und ja, was soll ich sagen? Ja. Fällt mir nichts zu ein. Es ist einfach so, na, da irgendwann geht das Gehirn so. Und dann weißt du nicht mehr, was du sagen sollst, weil du einfach nur überwältigt bist und einfach vor Dankbarkeit. Ja, einfach dann nur noch, ich stammel schon wieder. Ach Mensch, Kenner, wisst ihr was? Ja, ich habe ja eh schon mit euch geschrieben und habe mich auch schon persönlich bei euch bedankt und für euch anderen, die ihr das zuschaut hier, ne, habt ihr hoffentlich ein interessantes Video mit ein paar schönen Sachen, die ich hier jetzt gerade wieder neu bekommen habe. Also ne, ich hoffe, euch freut das dann genauso und dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, oder? Genau, wisst ihr Bescheid. Abo, Daumen, Kommentare, Benachrichtigungsglocke wieder anschalten. Das sind die Regeln dieses Videos und denkt dran, der YouTube-Algorithmus ist immer sehr, sehr böse. Das heißt, jede Interaktion von euch, jeder Like, jeder Kommentar ist hier gern gesehen und ich antworte ja auch auf die Kommentare und ich freue mich dann mit euch ein bisschen zu kommunizieren und lasst uns das einfach zelebrieren. Ne? Wir sind auf dem Weg zur 5000 und das würde mich sehr freuen, wenn wir die irgendwann auch erreichen. Ja, dauert noch eine ganze Weile, ich weiß, aber je mehr ihr mich hier in der Form supportet, dass ihr da mit den Videos interagiert, ne, umso besser. Ja, umso größer wird das und umso schneller. Ja. An dieser Stelle auch nochmal danke an die Kanalsupporter, ne, nicht nur Frank und Freddy, die hier tolle Sachen geschickt haben, sondern auch an alle anderen, die immer wieder Pakete schicken. Ihr seid echt Wahnsinn, es ist schon eine krasse Community, die ich hier habe. Na, da kann ich mich wirklich nicht beschweren. Und natürlich auch an die Kanalmitglieder, die hier dann auch noch ein bisschen bei mir monatlich einen Obolus da lassen über YouTube. Ja, und ich weiß gar nicht, gerade sind nicht so wahnsinnig viele, ne? Aber ihr wisst, wer ihr seid, also vielen Dank. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin schon wieder längst nur noch am Stammeln und am Reden und am Unsinn quatschen und ich musste mich erst mal in Freude ergehen hier über diese tollen Dinge. Ja? Also, bis dahin. Tschüss. Huch. Join the world of silence, might hit subscribe. Join the world of silence. Los. Ach so, das Ende vom Video. Ha. Ja, da oben, da gibt es ein Video von Mike, das könnt ihr euch angucken. Da unten ist eine Playlist, da könnt ihr auch mal reinschauen. Und da drüben, ja, da sind so ein paar andere Kanäle zum Abonnieren. Ja, das war's jetzt. Tschüss.